Nach den anfänglichen Verzögerungen bei der Aufstellung des neuen AStA sind nun die ersten 100 Tage geschafft. Zu diesem Termin haben wir uns heute mit Silke Hansmann, der Vorsitzenden des AStA, getroffen, um mit ihr über die letzten 100 Tage sowie die kommende Zeit im Amt zu sprechen. Was hat der AStA denn in den ersten 100 Tagen erreicht? Also erstmal natürlich ganz klassisch haben wir versucht, den Haushalt aufzustellen, beziehungsweise nicht nur versucht, wir haben es auch geschafft. Das war erstmal sehr wichtig, auch für die Fachschaften und die Fachgruppen, damit alle sozusagen wieder ihre Arbeit aufnehmen können, weil durch die Verzögerung natürlich schon zum einen im finanziellen Bereich, dann natürlich auch im strukturellen Bereich, für die ganzen Gremien, die sozusagen am AStA mit dranhängen, eine ja nicht unerhebliche Verzögerung schon auch dabei war. Genau, deswegen haben wir uns erstmal bemüht, alles wieder so in die gewohnten Bahnen zu bekommen, den Haushalt aufgestellt, der dann auch eigentlich relativ schnell nur, wir haben das dann nochmal nachgeguckt, 4 Tage später als im Jahr davor, auch durch das Studierendenparlament dann gegangen ist. Und jetzt haben zumindest alle Gremien der studentischen Selbstverwaltung wieder Zugriff auf ihre Finanzen und können ihrer gewohnten Arbeit nachgehen, was man, glaube ich, auch schon so ein bisschen gesehen hat, dass ja auch schon einige Sommerfeste in den Fachschaften und Fachgruppen jetzt wieder stattgefunden haben. Und ich glaube, das war erstmal wichtig, dass wir das sicherstellen. Genau, ansonsten haben wir in den inhaltlichen Referaten relativ schnell die Arbeit natürlich aufgenommen. Was bedeutet, dass zum Beispiel das Referat für Gender and Diversity jetzt im Sommersemester schon eine Veranstaltungsreihe hat zu LGBTIQ-Rechten, was sehr schnell funktioniert hat, die ganzen Referentinnen und Referenten einzuladen, aber auch das Festival, was wir jetzt haben, Festival Contre le Racisme vom Referat für politische Bildung. Genau, und daneben natürlich auch noch das Referat für Ökologie und Nachhaltigkeit, hat schon sehr viele Vorträge gemacht, Filmvorführungen. Ja, also eigentlich sind wir ganz gut ins Sommersemester gestartet, würde ich sagen. Gibt es dann auch schon Unterschiede, die die Studierenden im Studierendenalltag direkt bemerken? Ja, also wir haben auch begleitet als AStA eine Senatsentscheidung zur Änderung der allgemeinen Prüfungsordnung bezüglich der Attestpflicht, was aber also hauptsächlich im Senat verhandelt wurde von den studentischen Vertreterinnen und Vertretern dort. Aber was uns natürlich als AStA sehr freut und was wir auch sehr unterstützt haben, dass eben die Attestpflicht nicht mehr in der Art und Weise, wie sie vorher in der APO stand, besteht, sondern dass eben keine amtsärztlichen Atteste mehr vorgelegt werden müssen, sondern normale Atteste ausreichend sind. Das freut uns, weil das einfach eine Flexibilisierung auch für die Studierenden ist. Ansonsten machen wir viel im Bereich Anwesenheitspflicht. Da gab es ja eine Gesetzesänderung im niedersächsischen Hochschulgesetz, dass Anwesenheitspflichten prinzipiell nicht erlaubt sind, also auf einem Level, wo einfach gesagt wird, weil wir das wollen, geht es nicht mehr, sondern man muss nachweisen, warum eine Anwesenheitspflicht notwendig sein muss für das Seminar. Und da machen wir sehr viel und arbeiten da auch sehr eng mit der Vizepräsidentin für Studium und Lehre zusammen, hatten da verschiedene Fälle, wo es natürlich doch weiter gemacht wird, wo wir dann auch Beschwerden von Studierenden haben. Und das versuchen wir auf jeden Fall flächendeckend auch durchzusetzen, dass eben da sich an die Gesetzeslage gehalten wird. Okay, welche Fakultäten betrifft das dann insbesondere, also sowohl mit dem Attest als auch mit der Anwesenheitspflicht? Das mit dem Attest hat vor allen Dingen jetzt nicht im Spezifischen eine Fakultät betroffen, sondern vor allen Dingen das CES. Da ist es aber auch, also die wissen das auch, dass das deswegen genau angestoßen wurde und dass wir da jetzt diese Änderung auch gemeinsam erarbeitet haben. Genau, das ist sozusagen dann da ein bisschen ausgelagert, wobei das CES ja auch eine Institution der Uni ist. Ja. Und die Fakultäten bezüglich Anwesenheitspflicht, wo wir wirklich viele Beschwerden bekommen, ist halt hauptsächlich die Philosophische Fakultät, was sicherlich auch an der Kultur liegt, dass es viele kleine Fächer gibt, auch viel mit Sprachen zu tun hat. Genau, also hauptsächlich Philo-Fakultät, aber auch zum Beispiel an der Physik hatten wir einen Fall. Genau, also so, es ist schon eher gemischt, sage ich mal, von den Fakultäten. Die Juso-Hochschulgruppe hatte sich ja auch vorgenommen, die steigenden Mietkosten dagegen anzugehen. Und das Studentenwerk hatte jetzt hier in Göttingen auch die Preise der Wohnheime teilweise erheblich angehoben. Ist das Vorhaben also gescheitert, dagegen anzugehen? Ja, gescheitert würde ich jetzt nicht so hart formulieren, aber wir hatten auch vor ein paar Tagen noch eine Pressemitteilung, dass der Stiftungsrat des Studiwerks getagt hat, also das aufsichtsführende Gremium.
Und da gab es auch von studentischer Seite, also auch von der Seite der Juso-Hochschulgruppe, auch unterstützt dann vom AStA natürlich, nochmal den Versuch, also den Antrag im Gremium, die Mieterhöhungen wieder zurückzunehmen. Das wurde aber gegen die Stimmen der studentischen Mitglieder, die da leider keine Mehrheit haben, abgelehnt. Und ja, wir finden das nicht gut. Wir wollen eigentlich, dass das sozusagen tragfähiger aufgestellt wird, der Bereich Wohnen, und dass die Mieten halt bezahlbar sind. Also dass man sozusagen guten studentischen Wohnraum hat, den sich die Leute auch leisten können. Und wir glauben auch eigentlich, dass das ja natürlich die Aufgabe des Studiwerks ist. Genau, und es gibt natürlich immer einen Zwiespalt zwischen Sanieren und Neubauen. Genau, da müssen wir halt gucken, ob wir es schaffen können, es so das Studiwerk so aufzustellen, dass eben die Mieten, also die Mietlasten nicht auf die Studierenden umgelegt werden. Wie sollte das dann stattdessen finanziert werden? Ja, wir würden uns dann natürlich auch noch mehr Unterstützung von Landesseite wünschen, sind da aber auch zumindest als Hochschulgruppe in Gesprächen mit der Landesregierung, was jetzt auch nicht so fern liegt. Aber ja, also wir versuchen da noch weitere Gelder natürlich irgendwie zu akquirieren. Auf der anderen Seite sagen wir aber natürlich auch ganz klar, sozialer Auftrag liegt beim Studiwerk. Das heißt, die Mieterhöhungen, da sind wir ganz klar dagegen. Und das werden wir auch weiterhin natürlich einfordern, haben aber momentan leider nicht die Mehrheit dafür in den Gremien. Würden uns aber wünschen, dass uns natürlich die anderen Statusgruppen dabei unterstützen. Was ist denn noch für die restliche Amtsperiode jetzt geplant? Was soll da noch gemacht werden? Genau, also wir sind jetzt schon, also klar sind wir jetzt gerade sehr eingespannt aufgrund des Festivals, was bevorsteht, aber wir sind jetzt schon eingestiegen in die ESTI-Betreuungsplanung, was natürlich nochmal ein sehr großes Projekt wird, direkt nach dem Festival dann auch. Also genau, da sind wir jetzt schon die ganze Zeit am Organisieren, da geht es dann darum Infoabende, Standbetreuung, also wir haben dann wieder einen regelmäßigen Stand vorm Stutt-IT-Glaskasten im ZHG. Und das wird, glaube ich, dann auch noch mal viel Kapazitäten natürlich binden. Aber wir sind da frohen Mutes. Wir werden auch wieder ESTI-Beutel haben, Campuskalender. Das wird jetzt gerade alles gemacht, in Druck gegeben etc. Und das ist so eins der großen Projekte, mit dem wir dann ins Wintersemester starten. Und im Wintersemester gibt es natürlich dann auch wieder über die einzelnen Referate sehr viele Sachen, vor allen Dingen natürlich dann wieder in den inhaltlichen Referaten, also in den zusätzlichen Referaten, sind viele Sachen geplant. Im Wintersemester wird vor allen Dingen auch nochmal vom Referat für politische Bildung die Gedenkstättenfahrt des AStA liegen, die wir auch schon im letzten Jahr veranstaltet haben. Aber die Referate sind da noch in der Planungsphase für weitere große Veranstaltungsreihen auch. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ja, fass doch nochmal die ersten 100 Tage in einem Satz kurz zusammen. Ja, sehr anstrengend, schön, aufregend, aber vor allen Dingen auch politisch. Ja, dann danke fürs Interview und dass du heute Zeit gefunden hast für uns. Und ja, wir sind mal gespannt noch auf die restliche Zeit dann des AStAs.